und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier. Also ist elendig laut, warte, ich gehe mal ein bisschen raus, zurück zum... Oh. Wir sind am Ernten, wie ihr seht. Alinska hat mich abgetankt. Der Basti ist am Hof angekommen. Und der Luzifer ist da hinten am Malochen wie ein Tier. Also mal anders als sonst. Spaß. Jetzt kommen wir die beiden sind noch nicht eingetroffen. Aber wie gesagt, es ist auch alles perfekt. Wir nehmen einfach jetzt alle auf. Schein reicht. So, okay. Einmal zumachen und dann geht's los hier. Was hast du denn für uns zuerst aufbauen? Ich muss nichts aufbauen. So, weiter geht's. So. Welchen Trecker soll ich nehmen? Nimm einfach irgendeinen, der da ist. Ja, noch so wenig genug Leute noch dürfen, sollten da ja mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Trecker stehen. Ach stimmt, wir sitzen ja auch hier, also von daher. Bei einem Trecker haben wir sogar hier drei stehen. Ja, drei sind da. Nimm mal irgendeinen, wenn die gleich kommen, kann ich immer noch notfalls variieren, aber ist der Berg einfach zu hoch. Bin ich überhaupt richtig? Auf den richtigen Hof? Feld 62. Der Feld 2. Nein. Was, Feld 2? Feld 2 ist schon. Ja, du bist richtig, Basti. Okay. Was meinst du jetzt? Ja, ob er auf dem richtigen Hof ist. So. Aber das ist gerade warten. Der ist da genau jetzt rechts weiter rum. Und da müsste er irgendwo stehen. Da stehen zwei Stück eigentlich, ja. Nee, hier steht noch einer. Ja, und dann nimmst du den, den du siehst, ja. Ist das so kaputt oder? Ist hier auch mit ankuppeln? Ja. Alina, Mama bestellt mir morgen Lenkrad. Mama müsste man haben, ne? Ja. Ja. Ja, tatsächlich. Du hast ja auch eine, aber ich habe auch eine, aber die zahlt nicht mehr für mich ein Lenkrad. Oder ein PC. Ah nee, das war ja Papa. Ja. Oder mir fällt der jetzt gar nicht mehr, ich weiß es nicht. Komm gleich wieder. Auch gleich noch ein bisschen hinten drinnen. Boah, das hört sich so verboten an. Ich brauche noch hinten ein bisschen Weizen. Okay. In meinen hinteren Anhänger. Ja, wenn ich gleich zurückfahre, wobei jetzt zum Teil habe ich 900. Ich weiß nicht, wie viel Luzifer hat. Der ist auch leer, ne? Ja. Ah, der ist sogar noch weniger. So. Wie viel fehlt da noch? Oh, 2000 fehlt noch, okay. Ja. 2100 noch was. 2043 noch. Ja. Könnte gleich auch wohl Rückfahrt voll sein. 1600 habe ich jetzt. Gestiegen kann man machen. Gruppe geht, probier mal Licht. Funktioniert alles. Sehr schön. Komm noch mal durch den TÜV. Finde ich gut. Kannst du mich abtapfen? Ich habe über 2000. Okay.
vorne fehlt noch schon hinten. Ah, merkt wie fortschrittlich du immer wirst von Aufnahme zu Aufnahme, ne? Ja? Du hast ja einige Stunden LS, ne? Ja, weiß gerade gar nicht. Schon lange nicht mehr nachgeschaut. Viel Spaß Danke. Damit. Jo. Lieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Mach ich nicht. Ich hab 197 Spielstunden. Sehr schön. Bin wieder da. In der Weihnachtsbäckerei. Ist so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch. Hammert jetzt. Eine riesengroße Schweinerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Wer hat nur das Mehl gestohlen? Nee. Irgendwie so. War das irgendwas mit Rezept? Rezept gestohlen, aber. Aber es passt ja alles. Genau. Sollen ja auch Leute auf Düb irgendwas gereimt haben. Ach ja. Nee. Du hast ja dein Feld noch gar nicht abgeerntet, Luzifer. Ah, er muss gerade rüberfahren. Ich hoffe, dass da noch was reingeht auf den Anhänger. Wenn du nur extra rüberfährst. Gibt's hier gar kein Auto Drive? Nein. Nee, gibt das nicht. Und wer hat hier schon wieder was stehen lassen? Hä? Der Ständer. Die. Außerdem ist das, was du abgefahren hast an der Seite da. Nee. Ja, du hast da den Durchstich gemacht. Ja, überleg mal, wo ich den Durchbruch gemacht habe. Der war da hinten. Am Damm. So, 8% habe ich rausgekriegt. Ja, immerhin, ja. Ja. Sie wird ja gleich wieder da sein. Also andere Anhänger ist mittlerweile jetzt auch voll. Ja, ich bin wieder unterwegs zurück. Ansonsten soll Basti mit dem Fahrrad fahren. Der fährst du ihm direkt abfahren, ja. Das kleine Stück, das ist neu gewachsen. War gerade alles weg. Ach so. Das ist aber ein großes Feld. Was jetzt genau? Feld 2. So groß ist das gerade, ist ja schon abgeerntet. Der Herr Klammgön. Ist genau in der Mitte, okay.
Mal drüber fahren. Ja, tue ich ja. Der sammelt aber nichts auf. Hast nee, ich fahr gleich drüber, kannst du ihn wegfahren. Tank ihn ab. Du kannst ja auch nicht mehr aus arbeiten. Ach. Ich versuch schon die Beine in die Hand zu nehmen. Ja, da kannst du auch nicht laufen, deswegen kommst du nicht voran, siehst du? Weil die Beine in der Hand hast. Ja, Basti, wenn es nicht geht, dann bring den Ladewagen wieder weg, wenn das Schlusssammeln nicht funktioniert und dann sag doch mal schnell, dann kommst du hier mit auf Feld 1 zum Abfahren. Warum soll das nicht gehen? Das ist doch unser Feld. Ja, aber er sagt, das funktioniert nicht. Ja? Es funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Wo bist du denn? Auf welchem Feld? Feld 2. Gehst du kurz rein? Bin ausgestiegen. Also so nicht. Ja. Okay. Das ist an, was ist das? Oh, hier ist doch gar keine Bahn. Ja doch. Hier. Bei mir ist hier auch eine Bahn. Ja, das ist aber so eine Flachbahn, nur das ist halt ja nicht so, als wenn er nein, dann geht der Mund ja auch nicht. Ich dachte, hier wäre ein richtiger Schwarz, okay. Nee, ist auch so flach, dann ist das Standard, ja. Also geht das nicht? Nee. Ich sag, bringst das Ding zurück und dann. Also bringst das komplett gespannt zurück und dann hüpfst du in einen von den Traktoren hier auf Feld 2 und dann unterstützt du mich beim Anfahren. Ja. Das müsste so ein blauer sein, okay, blau dreckig. Ja, na da ist Steffen jetzt gerade drin, der punktet mich jetzt einmal ab. Ich bin gleich wieder da. Und dann ist er voll, dann heißt dann kann der auch direkt abgefahren werden hier. Kleiner Hinweis, Basti, eine Ladung passt vorne rein und eine Ladung hinten und dann ist er voll. Okay. Größere Trecker haben, dann kann man auch die Anhänger natürlich vergrößern. Ja. Aber solange wir noch die kleinen haben, sollten wir wenigstens zwei kleine haben, damit auch die kleineren Trecker auch was ziehen können. Ja. Genau. Hast ja gesehen, die großen Anhänger kannst zwar am Anfang ziehen, aber sobald was drin ist, merkst du es dann schon bergauf. So wieder da. Ja. Müsste es auch gleich leer sein. Ja, ich bin schon wieder unterwegs, alles gut. Ja. Bin auch wieder auf dem Weg zurück. Sehr schön, der andere ist wie gesagt voll. Wo wird das eigentlich abgeliefert? Hier vorne, bei Feld 88. Achso, aber wer ist er denn gerade? Nein. Nee, nicht auf dem Feld, ne? Also Getreidemühle heißt das. Hm. Ich dachte, da steuern irgendwie drückt oder nicht. Soll ich sagen, wo ist er ganz so weit zu nehmen? Einmal STRG und I und dann fertig. Während der Fahrt einfach. Dann wirst du gekündigt. Ja, es gibt ja hier diesen Wettbewerb, FSL, Farm Simulator League. Kündigung ist dann nur das geringste Übel. Da ist nämlich auch, dass man eigentlich nur das Stroh braucht und dann bunkern die auch den Drescher einfach aufs Feld ab, weil es gar nicht mehr das Korn braucht. Also es gibt verschiedene Taktiken. Und von daher ist auch ganz nice, Farm Simulator League. War auch schon lange nicht mehr gesehen, nachdem ich es gerade nicht mehr moderiere.
Aber wer es interessiert, es gibt bei mir auf dem Kanal auch da eine Playlist für die Farming Simulator League. Das Turnier, wo ich moderiere. Als Moderator. Sehr schön. Hm. Ach ja, da fährt Alinska. Na klar, da kommt Sangedal. Wenn dann nur. Könnte man auch machen, wenn man auf so Turnier Lust hat, Farming Simulator League, dass man Teams hat und macht dann Turnier, aber es ist halt, das muss halt, ne, man kann ja die Idee haben, aber wenn halt keine Leute mitmachen, dann ist es halt, macht auch keinen Spaß. Ich weiß, dass Lucifer und Minimian so Wettbewerb keinen Spaß hatten, zumindest als wir das mal als Thema hatten. Deswegen, da sollten ja schon alle Interesse haben. Also, wie gesagt, das jetzt von meiner Seite aus, das hat bei mir mit Spaß nichts zu tun. Ich habe einfach kein Interesse daran, an irgendwelchen Wettbewerben. Wenn, dann will ich das gemütlich hier, so wie jetzt ist, ne? Und nicht hier auf Druckdrall und Geschwindigkeit, das, nee. Ja, deswegen sage ich ja, ihr habt kein Interesse dran an Wettbewerb, sagt nee, ihr. Nee. Ja. Von daher sollte es halt schon sein, deswegen mal gucken, was da so noch so an Vorschlägen kommt, die auch planbar und für uns machbar sind, von daher. Ja. Mahlzeit! Mahlzeit! Wer ist das denn? Alle heile? Angekommen? Alle heile angekommen. Ja. Die Nachtschicht? Ich helf dir gleich. Reicht doch wieder für heute aufgefahren. Sehr leise seid ihr, ne? Ja. Wer ist leise? Ja, jetzt. Ah! Hast du das Mikrofon gefunden? Sehr schön. Also, du musst andersrum aufsetzen, ne? Soll ich den Orangenen nehmen? Du Blödmann. Blödfrau. Was für ein Orangenen? Ja, den Connected. Eine Folge haben wir gleich noch. Ja, das ist doch gut. Ich starte gerade. Noch 3 Minuten haben wir noch jetzt in der Folge. Oh ne, ich bin auf Feld 1. Doch, ist richtig. Wild am Merken. Also, zu tun ist auch. Mal hier so ein Triangel extra für den Luft zu verstehen. Dann bleib mal so stehen, Basti. Pass auf rein, der ist den großen Anhänger dran oder was? Der Basti, ja. Gut, dann kann er gleich zu mir kommen, wenn er bei dir fertig ist. Ja. Ein bisschen Deutschland kennengelernt. Ja, ein bisschen. Ja, sehr schön. Das war halt überhaupt nicht optimal. Bin aber nebenbei mich am Bewegen. Was ist optimal? Ich sag, das Wetter war aber suboptimal. So viel am Regnen oder was? Ja, naja, Regen und ja. Die Luftfeuchtigkeit war extrem böse. Also da bist du rausgegangen, hast schon angefangen zu schwitzen, ohne dass du was gemacht hast. Oh. Denn, wie gesagt, denn während der Zeremonie war dann eigentlich trocken. Und dann haben wir halt gesessen und dann fing die Scheiße langsam nach und nach mal an zu regnen. Schön. Dann war doch eigentlich das beste Wetter für dich. Ach komm, Tauwetter für Dicke oder was? Genau. Paul. Warst du da am Weg? Ich bin kurz am Telefon. Jo. Ja. Bin aber nebenbei am Fahren. Kein Ding. Ja. Don't drink and drive. wer ist das denn? Niemand? Niemand. Okay. Dann kann er ja auch wieder gehen. Nein. Okay. Nein. Ach ja. Wo ist Miss Marple schon wieder? Am Telefon. Ist gerade am Telefon. Wahrscheinlich ruft die nicht an, weil sie vermisst. Nee, die antwortet mir ja noch nicht mal auf meine Nachrichten. Naja, sie ist auch schwer beschäftigt hier. Vorgelesen, aber. Ja, ja. Nee, wir haben sie sehr eingespannt hier als einzige Abfahrerin für 2 Trecher. Nee, jetzt ist Basti ja dazugekommen. Passt ja soweit.
So. Auch noch irgendein Mod, sagt er mir bei Old Farms. Ja, es kann Deutsch, ja. Er kann der MB-Truck oder aber Anhänger. Aber es sind alles Mod-Hoster. Und das war also die Folge für online. Heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst noch den Daumen da und ab morgen sind wir voll besetzt. Bis dahin. Tschüss. Nee, übermorgen. Tschüss. Tschüss. So, Basti, jetzt sag auch Tschüss, damit du es gesagt hast. So. Ich hab Tschüss gesagt. So, ja, Tschüss gesagt. Nenn noch die Akten. Tschüss.